Die Rindernsche Kolke, die sind sehr reich strukturiert und zeigen gleichzeitig die Kulturgeschichte hier vom Niederrhein. Man hat hier einen historischen Drususdeich, der von den Römern gebaut wurde, an dem man richtig schön in das Gebiet hineingucken kann. Ja, da sind auch Fische drin. Und zwar sind die meisten von diesen Gewässern auch beangelt. Man kann auch die einzelnen Deichdurchbrüche sehen anhand der kleinen Kolke, die quer über das Gebiet verteilt sind und wunderbare Lebensräume jetzt bieten. Diese kleinen Kolke, auch die größeren Gewässer, bieten eben den Lebensraum für verschiedene Vogelarten. Wir haben ganz stark die Wasservögel mit Stockenten, Schnatterenten. Und man hat auch in den Kopfbäumen, in den Kopfweiden schöne Lebensräume, zum Beispiel für den Steinkauz. Unsere Ziele in dem Gebiet sind, dieses zu erhalten, mit seinen Lebensräumen zu schützen. Und entsprechend müssen wir auch Maßnahmen umsetzen, um die Gewässerstrukturen und die Hydrologie hier auch zu erhalten. Und was vor allem auch in den letzten Jahren besonders wichtig wurde durch die Dürren, die wir hatten, die dieses Gebiet auch gefährden mittlerweile. Wir bieten hier von der NABU-Naturschutzstation Niederrhein regelmäßig Exkursionen an durch die Rindernschen Kolke. Da steht ein großer schwarzer Vogel und der steht da gerade so, weil er trocknet in der Sonne. Das ist ein Kormoran. Ein Auge zumachen und zum anderen gucken. Mit den Locken am Kopf. Wenn alle geschaut haben, dann würde ich sagen, gehen wir ein Stück weiter. Entlang des Drususdeiches haben wir auch noch einiges an Infotafeln für Besucher, die das Gebiet auf eigene Faust erkunden wollen. Kommt doch einfach hier zu uns nach Kleve, nach Rindern und macht ein schönen Spaziergang über den Drususdeich von Rindern bis zu Düffelwart. Und wer mag, kann natürlich das Gebiet von da weiter entdecken.